Ich gehe heute zum RBB. Guck. Da. Was für eine Ehre. Ich wurde eingeladen zu der Fernsehshow im RBB, der Tag in Berlin und Brandenburg. Der Praktikant und ich wurden direkt von zu Hause aus abgeholt mit einem Taxi und wurden dann in die heiligen Hallen der Fernsehshow eingeführt. Komm mit, guck mal. Das ist der Raum, der Aufenthaltsraum für die Gäste. Also für mich und den Praktikanten, der hinter der Kamera steht. Und guckt euch mal bitte an, wie viele Leute schon hier waren. Ist ja irre. Ich frag die gleich mal, ob die meine Autogrammkarte auch hier zeigen ja wollen. Hinten an der Mülltonne. Komm, da geht's übrigens noch weiter. Ich habe zwar keine Ahnung, warum wir so flüstern. Ich weiß auch nicht, warum wir flüstern. Komm, Schatzi, wir essen Obst. Das haben die extra für ja, uns gemacht. Genau, ja, weil Obst. Ist doch geil. Wenn das so fertig geschnitten ist, dann isst man das wenigstens. Okay. Also ich würde dann einen Pilz und eine Bulette mit Kartoffelsalat nehmen. Oh, komm mal, pick up. Komm mal noch was für zu Hause. Nachdem wir uns also eingefunden haben, ging es für mich in die Maske. Und das ist immer so aufregend für mich, weil ich kann mich ja persönlich selber gar nicht schminken. Sieht mein Mega aus. Ich habe gesagt, ich möchte es so natürlich wie möglich haben. Boah, guckt euch mal bitte die Augen an. Oh, ist ja irre. Schön, oder? Oh, wenn ich in Natur so aussehen würde. So, jetzt geht's gleich los. Hier geht's übrigens gleich rein. Da steht ganz groß Sendung drauf. Da muss ich hin. Studio 3. So, und jetzt können wir uns mal angucken, was hier läuft. Das läuft da gerade. Oh mein Gott, Leute. Ich habe das schon 500 Mal gesagt, aber ich bin immer noch so aufgeregt. Ungefähr 20 Minuten, bevor ich dann in die Sendung gesetzt wurde, hat man uns dann zum, ja, Senderaum, Aufnahmeraum, keine Ahnung, Studio gebracht. Dort hat man mir natürlich noch den Ton verkabelt, also einmal komplett durchs T-Shirt in die Hose gesteckt. Und dann wurde ich sogar nochmal abgepudert, weil die ganzen Scheinwerfer in dem Studio so grell sind und man nicht so dolle glitzern sollte, weil es einfach besser aussieht, wenn man einen matten Ton hat. Schon wieder was dazu gelernt. Ja, und dann stand ich vor dem Studio und meine Aufregung wurde immer größer, denn es ist eine Live-Sendung und ich darf auf gar keinen Fall irgendeinen Müll erzählen. Und dann ging es auch schon los und der Praktikant konnte im Nebenraum, im Gästezimmer, die ganze Sendung live mitverfolgen. Aber Joyce Hübner läuft im Prinzip bei jedem Wetter. Im vergangenen Sommer ging es einmal um ganz Deutschland herum, jeden Tag einen Marathon 120 Mal. Wie verrückt muss man sein, um das zu tun? Das kennen wir jetzt. Da kommt man von der Show zurück. Ich habe mir erstmal direkt wieder ein Pickup gegönnt. Ist ja auch für Umme hier. Steht der Praktikant hier draußen. Hast du die Sendung überhaupt gesehen? Ja, von vorne bis hinten. Okay. Bis jetzt gerade. Was habe ich gesagt? Alles.